Hallo, liebe Freunde. Nach einer etwas längeren Pause bin ich wieder da. Natürlich perfekt zum Start von Watch Dogs. Ich befinde mich noch im Hauptmenü, weil ich euch diesmal direkt von Anfang an mit ins Spielerlebnis reinnehmen möchte. Natürlich einmal ganz kurz die Steuerung ausprobiert, damit ich nicht gleich komplett aufs Maul falle. Ich möchte auch sonst gar nicht weiter schnacken. Und wir beginnen einfach mal. Überschrieben. Ja, war ja eh nichts Wichtiges. So. Lange, lange haben wir gewartet. Und endlich ist es soweit. Dann schauen wir doch mal, ob Watch Dogs das hält, was es in den ganzen Trailers und den ganzen Vorankündigungen bereits verspricht. Ich selbst besitze natürlich die Dead Sack Edition. Und höre jetzt auf zu quatschen. Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Halte dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Es ist vorbei. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Den Befehl. Hey, komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht?
Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Peters. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man nicht machen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht! Oh. Einen Namen! Töte mich doch! Oh. Erinnerst du dich jetzt? Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Ich kann nicht mehr weglaufen. Es geht nicht. Dieser Schatz in Peters. Ich habe seine Nichte getötet und er wird mich aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Keine Ahnung, was ich überhaupt mit dem ganzen Kram jetzt anstelle. Ich habe mich darüber noch nicht großartig informiert. Aber das werden wir bestimmt im Laufe des Spiels alles bekommen. Ich mache jetzt gerade noch mal kurz einen auf. Ich gucke mich erstmal um. Das wollte ich schon immer machen. Trinkeautomat. Okay. Sehr gut. Oh. Drei Stück. Aufnehmen kann ich keine. Schade. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus.
Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Schauen wir mal, wie viele wir jetzt zu tun bekommen. Boah. Das Licht ist so ein bisschen am Blenden. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben zwei Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Verstanden. Wir schicken die Spuren. Wir suchen ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Etagen des Stadions. Alles klar. Da stimmt doch irgendwas nicht. Warum treffen die sich gegenseitig? Und warum auch noch ausgerechnet hier? Sieht nach einem Exempel aus. Moment. Könnte das der Rächer sein? Ist doch genau seine Art von Gerecht. Das ist nicht mein Problem. Roger the poll now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base steals on this team with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a hawk. That's a pitch, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna get soon, and it could go either way. Sanova pitches. That's a big hit! So, jetzt muss ich irgendwas finden, um das von dieser Seite aus hier aufzukriegen. Hier führt ja irgendwo was lang. Und die Kamera rein. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Down. Da ist ein bekannter Viceroy in der Bib-Lounge. Lass uns das überprüfen. Okay, ich komme hoch. Ich denke mal. Ja, ist offen. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Scheiße, Mann, ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Hey, yo, Didi, ganz ruhig, okay? Gib ihnen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Bisschen zu viel Platz zu lieben, Kumpel. Da stimmt was nicht. Schnell das mal sichern. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe.
Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Okay, Sie alle? Ja, ich. Gibt's einen Evakuierungsplan? Ja, haben wir. Gut, leiten wir erst den Schiff ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab ja diese Untergeschoss, also riegeln wir es ab. Damit habe ich kein Problem. Ihr wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spielerbruch? Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Okay, Moment. Hey, gib mir Barry. Ja, dann sag ihm, er soll mich zurückrufen. Es ist ein Notfall. Warte mal, sollte ich gerade irgendwas hacken. Also, wie schlimm Codes ist das? Codes habe ich. Jetzt muss wir ich erstmal wieder. Noch nicht, aber es ist ein Tatort. Die Spusi ist unterwegs. Muss das bei meiner Schicht machen? Ich hab's vergessen. So. Sorgen Sie für einen Stromausfall? Ja, nicht so einfach als das. Da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. Na denn? Okay, wie man fährt, bei den Bussen. Wo versteckt er sich? Hat ihn jemand gesehen? Super. Verletzt. War ich nicht. Stimmt ja. Hier töte oder verletze, kriege ich schlechte Ruf bei der Bevölkerung. Ich glaube, es ist ganz förderlich. Was sind jetzt? Krähenfüße, ehrlich? Ich habe meine Nachtbrille wieder nicht auf. Die Steuerung im Fahrzeug ist nochmal etwas schwieriger. Ich glaube, das muss ich auch nochmal fein abstimmen. Kann sich nicht ewig vor uns verstecken. 948 Adam zur Leitstelle. Wir fahren zurück. Das habe ich echt gebraucht. Endlich habe ich den verdammten Schützen. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich beim Moment Oh, also schon wieder in. Ich muss da echt langsam drauf hören. Viele fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Gott, oh Gott, dann wird er sich schon rühren. Ja.
Während der Kampagne selbst kann ich natürlich jetzt etwas wenig quatschen. Das würde sonst ja ein bisschen was vom Text rauben. Ich hole nur meine Sachen. Ich hole meine Sachen. Aber jetzt im Freien geht das schon besser. Ich soll jetzt erstmal zurück zu meinem Unterschlupf. Ich denke, der wird sich jetzt hier oben befinden. Sprengen werde ich jetzt nicht müssen. Das weißt du doch genau. Ich behandle dich also wie Dreck. Doch, das tust du, ja. Okay, was ich ja glaube ich nicht sagen muss. Willst du mich verprügeln? Oder anmerken muss, hat die Grafik, oder? Also ich bin eh schon die ganze Zeit überwältigt. Da brauche ich glaube ich nichts mehr zu sagen. Lasst es einfach genauso wie ich auf euch wirken. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Skillpunkt. Oh. Okay. Garagentor öffnen. Kampf. Ach, jetzt kann ich hier Skillpunkte verteilen. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn ich wissen würde, was wichtig wäre und was nicht. Hergestelltes Fahren. Hacken. Kampf. Können wir kurz Kampf. Ruhiger Arm verändert den Rückstoß beim Schießen mit allen Waffen. Steuerung drücken, um den Fokus zu aktivieren. Oder zu deaktivieren und die Wahrnehmung der Zeit zu verlangsamen. Fokus. Das finde ich immer cool. Nehmen. Hat so ein bisschen was wie von Max Payne. Kennt er ja wahrscheinlich, den Bullet Look. Für alle, die schon Max Payne gespielt haben. So, dann gehen wir weiter auf Hergestelltes. Sehr populäre App. Telefonische Unterbrechung ist nur der Anfang. Bringt auch die Cops zum Schweigen. Ja, sehr beliebt, wirklich. Okay. Scheint noch so ein bisschen Spielzeugkram zu sein. Das werde ich noch nicht nehmen. Schaltet automatisch den Fahrzeugalarm ab und öffnet die Türen. Okay, kommen wir mal zu dem wichtigen Kram. Poller, sowieso. So, Brücken. Öffnen, schließen. Genau. Hochbahnsteuerung. Zusatzakku hört sich auch gut an. Wie viele Skillpunkte haben wir noch? Einen. Okay. Nehmen wir die Hochbahnsteuerung auch noch mit. Dann war's das erstmal. Fertig. Ich soll mich ausruhen, das Fokus und das Spiel wird gespeichert. Fahndungsstufe wird zurückgesetzt. Okay, klar, Zwischenlauf ist natürlich. Garderobe, was haben wir denn Schönes?
müsste ich eigentlich ein bisschen mit drin haben. Guck mal. Mafiosi. Okay. Bloom Agent. Okay, ich weiß nicht, ob weiß so die richtige Farbe für ihn ist. Chicago South Club. Okay, Recher ist ja das Standardding. Dead Sack. Das ist jetzt wahrscheinlich wegen meiner Dead Sack Edition. Okay, es sieht sehr eigenartig aus. Ich glaube, auch wenn es nicht ganz irgendwie zum Jahr passt, nehme ich mal den Mafiosi. Einfach so just for fun. Kritik natürlich gerne in die Kommentare. So, liegt noch irgendwas Schönes, was ich hier brauchen kann? Nein, gucken wir doch mal an. Wie kann ich den überhaupt aufnehmen? Das ist ja schon... Gut, dann hau dich mal hin. Ne, warte, da ist noch ein angefangenes Audio-Log. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordy Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Okay, die von Maurice kennen wir ja schon. Wollen wir uns mal die Audiodateien anhören. Wo ich aufwuchs, stand man auf oder wurde geschlagen? Also stand ich auf. Ich war in einer harten Bande. Lernte zu kämpfen, zu schießen. Ich bezahlte auch dafür. Ich steckte Prügel ein, damit meine Familie nichts abbekam. Mom sagte immer, dass wir dead entkommen waren, als wir ihn in Belfast zurückließen. Sie wollte nur Frieden für uns. Und gegen irgendwas kämpfte er immer. In mir sah sie dieses Feuer auch. Ihr süßer kleiner Junge war fort. Ich wurde immer mehr wie mein Vater, sagte sie. Das hätte wehtun sollen, tat es aber nicht. Ich war sogar stolz darauf. Okay. Das erste Mal, als ich erwischt wurde, war ich 8 Jahre alt. Ich hatte einen Trainer, der mir Fragen stellte. Er bemerkte meine Prellungen, Nähte und wie ich versuchte, trotz gebrochener Rippen zu kämpfen. Er vermutete, dass ich auch neben dem Training kämpfte. Aber er wusste nicht, warum. Hätte er die Polizei gerufen? Das konnte ich nicht riskieren. Also ging ich. Ich musste mich sowieso auf die mentale Seite konzentrieren, las alles über soziale Manipulation, Psychologie, Einschüchterungstaktiken. Ich musste einen Kampf gewinnen, bevor er begann. Damals konnte ich das nicht, aber jetzt kann ich. Okay, also über die Logs erfahren wir wohl immer mehr so über die Vergangenheit von unserem schönen Aiden Pierce. Es wird ungemütlich mit Nikki. Sie will mich wieder in ihrem Leben. Aber dazu bin ich noch nicht bereit. Wüsste sie die Wahrheit, wäre sie nur verletzt. Also, ich muss einen anderen Weg finden, um für ihre Sicherheit zu sorgen. Hoffentlich findet sie meine Kameras nicht. Für die Nachrichten war es ein Unfall. Und sie fragen sich, ob der Fahrer betrunken war. Ich war nicht betrunken. Ich bin nicht am Steuer eingeschlafen. Und es gab auch keinen Nebel. Die Cops haben den ballistischen Bericht. Jemand verschleiert was. Ich werde sie finden. Okay. Gut, gut. Haben wir ein paar Hintergrundinfos. Zwar nicht viel, aber interessant. Diese kleinen Gimmicks. Ich denke, davon wird es hier im Game immer noch einige geben, gerade um, selbst wenn man das rausfinden möchte, immer noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Den ganzen Hintergrund. Wir wollen uns erstmal hinhauen. So, Morgenstund hat Gold im Mund. Man darf eben Pierce aufstehen. Um 9. Ich denke, das reicht.
dabei weiß ich gar nicht mehr, wie spät wir es gerade hatten. Oh. Egal. An sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Toll. Okay, so kam die Kleine also ums Leben. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Terrenlose Tiere. Ach cool. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Bist du drin? Ich bin drin. Fantastisch. Kannst du mich auch reinbringen? Nein, nach einem Jahr vielleicht per Empfehlung, aber doch nicht jetzt. Hey, du schuldest mir was. Ach, deshalb hast du mir geholfen? Ich dachte, wir wären Freunde. Okay. Ja, wieder. Judo-Experte. Oh. Mehr. Hey. Du weißt genau, was sie macht. Sie kommt da rein, streckt ihren Arsch aus, schüttelt sich die langen Haare und schüttelt sich die Beine. Das ist süß. Aber er ist okay. Okay, Daphne, du weißt, dass du Single bist. Du musst versuchen, ob da was geht mit mir. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Welche Karre nehmen wir denn? Ich musste natürlich leider die Mucke, das Radio, in den Autos ausschalten. Na, wegen YouTube und so weiter. Sonst werden die Videos wieder gesperrt. Und das will ich natürlich nicht. Zumindest ist das Risiko nicht unbedingt eingehen. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt.
Das ist der Ort. Wenn der Typ zuschlägt, bin ich hier. Jetzt muss ich unbemerkt mit ein paar Kameras drauf zugreifen. Das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Er ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Ja, ich sehe schon. Okay, jetzt. Ich denke, hey, wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Es ist aus. Du irrst dich, Gewalt. Hau ab! Hey! Verdammt, er hat mich gesehen. Ach. Ich kann ihn nicht nur wegen einer Drohung ausschalten. Und er wird einfach später angreifen. Nächstes Mal muss ich vorsichtiger sein. Ja, ist ja gut. Ich wollte nicht zu spät hinkommen, Typ. Was hast du denn vor? Leute, ich habe jetzt gerade einen Song von ihr runtergeladen. Nicky, hey, was ich weiß. Geil, Party ist das denn? Ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick. Ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz, ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst, ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Scheck. Smartphone. Gut, ich kann mir davon noch nichts leisten. Nehmen wir mal einen Muscle Car out. Den noch. Ja, den möchte ich haben. Deine Schaukel ist fertig. Voll getankt und durchgecheckt. Du weißt schon, nicht zu danken. Schauen wir uns mal an. Also, in Rot. Warum in Rot? Naja, soll ausweichen. Es war am 14. August 2003 in New York, als ein einzelner Hacker die gesamte Ostküste lahmlegte. Er hackte ein frühes CTOS-Netzwerksystem und schaltete den Strom ab. Infolgedessen 11 Menschen ihr Leben verloren. Wir fragen nach, ob das CTOS, ein System, das die gesamte Infrastruktur der Stadt bündelt, immer noch anfällig für Hackerangriffe ist. Bleiben Sie dran, um diesen Bericht zu verfolgen. So, hier vorne ist ja unser Symbol für das CTOS-System. Ich weiß nicht, da unten wo man das hat. Ja, bleib locker. Fixer Auftrag. Hat sich gehupt. So, ich muss noch mal durch. Lass mir jetzt in Ruhe. Fixer auftragen, ne? Boah. Oh, so ein Scheiß, ich krieg. Mensch,
So viele Leute habe ich in GTA noch nicht getötet so schnell. Pass auf! Ich hab halt Airbags. Die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. So. Aber hinten links. Danke. Der Auftrag ist raus. Ich muss die Kerle finden und erledigen, bevor sie entkommen können. Die Kerle? Okay. Ziel ausschalten. Da vorne soll das sein. Ja, du. Oh. War was? Ich denke nicht. Aber die Karre gefällt mir hier. Keiner. Darf ich den auch noch haben? Oh. Danke. Oh, schönes Ding. Zu Verbrechen. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Hier gibt's Ärger. Schicken Sie besser gleich ein paar Leute vorbei. LS am Einsatzkräfte. Video-S-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Was jetzt? Ich habe da gerade einen Auftrag hier noch. Mann. Was kennen die denn hier? Oh, Junge, echt. Jetzt haben sie mich. Toll. Verstanden. Ein Warn ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Noch so eine. Schau doch mal wieder. Ich glaube es zu verstehen, aber es klingt nach Zauberei. CTOS ist eine bahnbrechende Technologie. Wir steigern Effizienz. Komm. Ah!
Smart City. Exakt. Charlotte, was macht CTOS smart? Schon wieder nicht. Ja, wo soll ich denn wissen, dass er direkt hier stattfindet, Mensch? Wasser, Strom, Sicherheit, Abwässer. Ihr habt das nicht gesehen jetzt. Im alten System arbeiteten diese Bereiche autark. Falls erstmal zu dem gelben Ding da oben hoch. Dienstleistungen der Stadt. CTOS bringt alle Systeme online und verknüpft. Steuerzentren überwachen diese Dienste gleichzeitig. Bei CTOS ist die Wartung einfacher und preiswerter. Das macht die Stadt effizient, wie Sie sagen. Was ist mit den Problemen? Sicherheit, Privatsphäre. Sprechen Sie einmal über Privatsphäre. Natürlich respektieren wir Privatsphäre. Zum Beispiel können die Bürger unsere integrierten Gesundheitsdienste nutzen, wobei die Akten nur den Bürgern und ihren Gesundheitsdienstleistern zugänglich sind. Also kann nur mein Arzt die Akten leisten. So, ich habe meinen Karrier ja natürlich schon wieder geschrottet. Fahrkünste sind echt wieder sehr hoch. Hier diese kleine Wohnsiedlung rein. Ja, bitte keine Menschen mehr überfahren. Irre, das ist der große Bruder. Passiert halt, wenn man zu nah dran ist. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki. Bin ich so weit. Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Wir haben uns für das Grundsteuerprogramm bei CTOS angemeldet. Und jetzt rechnen die doch nicht. So hinten rum? Ja. Sie sind wohl hinten im Garten. Okay. Dann los. Wie alt warst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mom. 8, 9. 10. 10. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und. Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Ich muss dem anderen Klamotten anziehen. Das passt nicht. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Jax! Hey! Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich versprech's.
Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber... Ich war echt böse und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nikki an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Ach, ehrlich? Ach, nein, nein, ich will sie nicht unterbrechen. Warum kann ich sie jetzt nicht hacken? Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt sie? Aiden, mach was. Ich weiß nicht, was daran komisch ist, aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nikki? Ach du Scheiße. Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Fiss dich richtig! Mist. Er will abhauen. Pisszeug da. Dass meine Familie wieder in Ordnung ist. Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Oh!
Augen. Ein Typ. Nur wenn du weiter so rennst, schieße ich die gleich ab. Ich hab dich gleich mal gewonnen. Nikki Pierce, ja? Ich werde die Schlüssel erwähnen. Und das Kind. Ah, aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Oh Mann, das ist nicht gut. Ruhig bleiben, Mann. Ganz jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nikki zu belästigen. Ach du Scheiße, das ist echt übel. Wer würde für so etwas bezahlen? Oh Mann, das ist nicht gut. Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hex. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinem besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich.